Eine gemeinsame Unterschrift. Und schon stand sie, die Kooperationsvereinbarung zwischen dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK, und dem Land Rheinland-Pfalz. Künftig sollen in Rheinland-Pfalz mitunter die Katastrophenschützer besser ausgebildet werden, wie BBK-Präsident Ralf Tiesler ausführt. Doch die Vereinbarung birgt auch weitere Mehrwerte. Unser Ziel ist, partnerschaftlich zusammenzuwirken in der Aus- und Fortbildung, um damit Standards zu schaffen für Prozesse und Strukturen in Deutschland im Krisenmanagement. Es ist wichtig, dass die handelnden Akteure die Verantwortung auch tragen für das Krisenmanagement in Deutschland, in Verwaltung, aber auch in den Organisationen, bei den Feuerwehren, genau wissen, was sie wann zu tun haben und dass vor allem jeder vom anderen genau weiß, was er von ihm erwarten kann an der Stelle. Und da ist Aus- und Fortbildung ein ganz, ganz wesentliches Element. Und die Zusammenarbeit dient deswegen dazu, durch Hospitation, durch Austausch von Unterlagen, beispielsweise Konzepten, die wir haben, dazu beizutragen. Auf dem Gelände der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz in Koblenz entsteht zudem das neue Lagezentrum für Bevölkerungsschutz. Begleitet von einer großen Delegation machten sich BKK-Präsident Tiesler und Innenminister Michael Ebling einen eigenen positiven Eindruck von den modernen Räumlichkeiten. Ich glaube, es ist ein großer Tag für Rheinland-Pfalz, aber auch für die gute Zusammenarbeit von Bund und Ländern, aber im Speziellen hier zwischen Rheinland-Pfalz und dem BBK. Weil mit dem Lagezentrum ist, glaube ich, ein Meilenstein gelungen. Es ist das erste Lagezentrum im Bundesgebiet, das eben ausschließlich für den Bevölkerungsschutz geschaffen worden ist und stellt deswegen natürlich ein Novum dar und ist Vorbild, ne, auch für andere in dem Bereich. Und den Eindruck, den ich jetzt schon gewinnen konnte, ist, auch wenn das Lagezentrum noch nicht ganz betriebsbereit ist, ist aber sehr schnell entstanden und da bin ich mir sicher, dass das auch in dieser Zügigkeit weitergehen wird, ist ein sehr guter, ein sehr professioneller und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Niemand im Land möchte eine vergleichbare Katastrophe wie die von vor 3 Jahren jemals wieder erleben. Was macht also das neue Lagezentrum dahingehend möglich? Innenminister Michael Ebling. Niemand möchte am Ende Katastrophen erleben und dennoch muss uns auch die aktuelle Weltlage natürlich lehren, dass wir gewahr sein müssen, dass auch schlimme Dinge eintreten können. Und darauf wollen wir besser vorbereitet sein mit der Neuaufstellung des Katastrophenschutzes. Ob das eine Naturkatastrophe ist oder ob das gar ein Cyberangriff ist auf unsere Infrastrukturen. Im Übrigen, das findet auch schon statt von russischem Staatsgebiet, heute schon. Und insofern brauchen wir dann gut vorbereitete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Lage sind, dann entsprechend zu führen, entsprechende Maßnahmen einzuleiten zur Sicherung der Bevölkerung, zur Sicherung von Einrichtungen. Aber wir wollen uns mit einem solchen Lagezentrum, wenn man so will, auch einen Informationsvorsprung verschaffen, vor die Lage zu kommen. Also selbst 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche einen Überblick zu behalten, wo sind Gefahren, wo sind Risiken, droht sich da was, braut sich da was zusammen und kann man dann schon entsprechende Schritte vorbereiten. Und das wollen wir gewährleisten auf höchstem technischen Niveau, aber auch mit zusätzlichen hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr soll das Lagezentrum künftig besetzt sein. Doch ein riesiges Personalvorkommen wird es laut Dr. Kirstin Eisenhauer, Brand- und Katastrophenschutzinspekteurin des Landes Rheinland-Pfalz, nicht geben. Also der Wirkbetrieb ist tatsächlich 24/7 geplant. Das ist im Moment im Aufwuchs. Wir stellen gerade das Personal ein. Das heißt, 2 Funktionen werden dann rund um die Uhr hier sitzen. 2 Kolleginnen, 2 Kollegen und wie gesagt die Lage aktiv beobachten. Dennoch sei man in Zukunft deutlich handlungsschneller und fähiger, wie Dr. Eisenhauer weiter ausführt. Wie viel schneller konnte an einem Großbrand im Pfälzerwald, der als fiktives Beispiel veranschaulicht wurde, festgemacht werden? Also was wir jetzt hier am Beispiel des Waldbrandes sehen können, ist, dass wir direkt von Anfang an im Bilde sind, dass sich hier eine Lage aufbaut und direkt auch schon für die Aufgabenträger vor Ort, die dann in der Verantwortung stehen, den Einsatz abzuarbeiten, frühestmöglich beratend zur Seite stehen können, aber auch schon dahingehend aktiv werden können, weil wir wissen, welche Einheiten werden voraussichtlich zur Bearbeitung gebraucht, die schon mal disponieren können bzw. in die Disposition bringen können und überlegen, mit welchen Ressourcen können wir die Aufgabenträger bestmöglich bei der Bearbeitung unterstützen.
Stellt sich also die Frage, ob das Land Rheinland-Pfalz künftig eine Katastrophe wie die an der Ahr zu verhindern weiß. Für mich war immer wichtig, dass wir sagen, wir ziehen Konsequenzen daraus, aber eben in die Zukunft gerichtete Konsequenzen. Und die Neuaufstellung des Katastrophenschutzes ist eine der maßgeblichen Konsequenzen auch der Landesregierung und auch meines Hauses, zu sagen, Neuaufstellung bedeutet, mehr an Schutzfunktionen zu gewährleisten. Bessere Ausbildung, damit beginnt es, eine Stärkung der kommunalen Strukturen, das hängt viel mit Technik oder mit Fahrzeugen zusammen, aber eben auch die Schaffung einer eigenen Behörde auf Landesebene, in der wir wiederum Kompetenzen bündeln, der wir auch mehr fachliche Kompetenz bündeln können, zum Beispiel wenn es um den Stand der Alarm- oder Einsatzpläne geht. Also je mehr wir an Vorbereitung treffen können und je mehr wir dabei auch Institutionen stärken, umso konsequenter, glaube ich, gehen wir mit den Erfahrungen dieser schrecklichen Katastrophe auch um. Das schließt niemals ein, dass wir Menschen hundertprozentigen Schutz geben können bei Katastrophen. Das zeichnet Katastrophen aus, dass sie eben so gewaltig und in ihren Dimensionen so groß sind, dass sie immer auch eine Gefährdung darstellen. Aber dass wir unsere Strukturen insgesamt widerstandsfähiger machen und immer im Blick behalten, wie können wir Menschen noch besser schützen, genau das ist der Auftrag. Und den erfüllen wir Stück für Stück. Lagezentrum, neues Landesamt, das sind alles einzelne Puzzlestücke eines ganz großen Bildes. Bei allen Bemühungen des Landes Rheinland-Pfalz, Gefahrenherde frühzeitig zu erkennen und entsprechend warnen zu können, so liegt es auch in der Verantwortung der Bevölkerung, auf Ernstfälle vorbereitet zu sein und Warnungen deuten zu können. Aufklärende Maßnahmen sollen seitens des Landes noch in diesem Jahr sowohl auf digitaler als auch auf realer Ebene folgen. Wenn Katastrophen eintreten, dann soll man nicht Katastrophen betrachten mit der Sicherheit, der gar hundertprozentigen Sicherheit, es kann einem selbst nichts passieren. Katastrophen zeichnen sich dadurch aus, dass eben auch bestimmte Funktionsfähigkeiten, die es vielleicht sonst gibt, dann auch mal nicht funktionieren könnten, je nachdem, wie Katastrophen auch gelagert sind. Und insofern braucht nach meiner festen Überzeugung jede Bürgerin, jeder Bürger so ein Bewusstsein dafür, dass es solche Risiken gibt. Und man möge sich bitte die Frage beantworten, bin ich so ein bisschen darauf vorbereitet? Beispiel, kenne ich denn die Alarmsignale? Die beste Sirene hilft nichts, wenn ich sie nicht deuten kann. Was bedeutet das, wenn da entsprechend die Sirene heult? Oder kann ich nicht auch selbst etwas dafür Vorsorge treffen, dass ich zum Beispiel bestimmte Lebensmittel bei mir auch vorrätig habe, wenn es mal zum Ausfall von Stromversorgung, Wasserversorgung kommt? Also insofern sind das auch Dinge, wo wir die Menschen erreichen wollen. Wir nennen es Bleib bereit als Kampagne, die wir jetzt auch ausrollen. Ab Sommer dann auch on road, das heißt, wir bringen einen Bus zum Fahren durch unser Bundesland und wir wollen da sein, wo die Menschen auch sind und wollen mit ihnen ins Gespräch kommen. Was kann jeder Einzelne, was kann jeder Einzelne von uns leisten? Das macht uns am Ende als Land eben entsprechend widerstandsfähig. Nur wenige Stunden nach der Begehung des Lagezentrums setzte Sturmtief Florina dem Ahrtal und weiteren Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz erneut zu. Auch diesmal gab es überlaufene Keller, Straßen und Wohnungen. Allerdings keine Verletzten, auch weil die Ausmaße und auch die Pegelstände der Ahr selbst deutlich geringer ausfielen. Auch habe die rechtzeitige Warnung der Menschen diesmal besser funktioniert. Doch es sind Momente wie diese, die zeigen, warum das rheinland-pfälzische Lagezentrum für Bevölkerungsschutz eines Tages Leben retten kann.